Hallo und willkommen wieder zu Pokémon Online und diesmal spielen wir mit dem Wasserdeck. Ich habe es ein bisschen verändert, also das eigentlich das Frostklar ist es mit den Alola Vulnona. Es ist kein GX, kein X-Monster da drinnen. Ich versuche das alles ohne irgendwie zu meistern. Und ja, mal schauen, wie es sich schlägt. Okay, das ist schon der erste. Und mit jede Menge verschiedenen Typen. Das ist ein Hopper, glaube ich. Schaut zumindest noch aus. Sehr brutales Hopper. Okay, ich habe den Menschenwurf gewonnen. Ich möchte anfangen, damit ich gleich Energiekarten habe. Okay, ich habe eines. Der Gegner hat gar keines. Naja, nicht gerade das beste Viech. Was hat der da? Überhaupt nichts. Okay. Was ist der für ein Profilbild? Das ist ein Schnauzer. Sehr unförmig. Na endlich. Ja, zu zwei. Okay, Newtal X. Machen wir mal das. Was holen wir uns? Holen wir uns das Rayquaza. Legen wir das da an. Ja, machen wir das, obwohl. Ja, möchte ich. Ich ziehe sicher eine Energiekarte da nochmal. Mehr als genug auch noch. Dann machen wir das. Holen wir zwei davon. Was ist der Rückzug nur 1? Was ist auch der Rückzug nur 1? Geben wir es den da. Jetzt hätte ich doch gerne das Vulpix und das Alola-Ding. Dann kann er gar nichts machen, wie es ausschaut. Wenn er nur diese X- und GX-Karten drinnen hat. Marshadow GX. Ist eine schöne Karte. Okay, da wäre zumindest... Ach, das da aber... Das und das da drauf. Greifen mit Wasserpfeil an. Machen den da hinten ein bisschen weniger Schaden. Ja. Wenn er jetzt eine Doppelenergie hat, dann ist es sehr schlecht für mich. Wahlband. Okay, nein, er hat eine normale Energie. Das ist mal gut. Obwohl. N, ja gut, mehr Karten für mich, aber die geht leider weg. Die geht flöten. Und mein Ding auch. Oh nein. Aber dafür ist das da und dann da und dann. Rückzugskosten verringern sich hier. Ein Darkrai GX. Na, ja, das ist ja wirklich sehr gut da. Ich kann es auch nicht gleich verwenden. Und dann nochmal ein GX. Ich brauche es einfach wirklich nur tauschen auf das Vulnona und fertig.
Pokémon Fanclub. Oh, 80. Rayquaza ist jetzt hier oben. Dann legen wir das. Oh, shit. Ja, machen wir das einfach mal. Und da legen wir die Energie an. So, nochmal Pokémon Fanclub. Aber wann kann man du dann? Das ist seine letzte Rettung, wenn er das noch hinlegt und ihm Energie gibt. 100 Schaden. Aber ich bin im Zug. Das machen wir da gleich. Ja, das da, fertig. Für den da. 80 Rückzugskosten eines. Dann legen wir das mal an. Machen hier einen Rückzug auf den da. Legen dann das Wasserpflaster. Oh shit. Auf eins seiner Bank. Okay, fertig. Klare Barriere wird mich jetzt schützen. Bis ich genügend Energie habe. Nein, doch nicht, da gibt es nicht ihn. Erhole sich sein Darkrai wieder zurück. Eine sehr gute Karte. Ich vom Prof ein bisschen Energie zu holen. Und jetzt? Ah, jetzt hat er ihnen Energie gegeben. Ja, das kann er sogar leicht schaffen mit 60. Und nichts passiert. Machen wir jetzt erstmal das. Holen wir den da. Den habe ich natürlich auch. Dann machen wir das noch. Dann machen wir das noch. Na okay, wir haben hier kein. Das ist in den Preiskarten drin. Machen wir das einmal. Machen wir es gleich zweimal. Legen wir das noch runter. Das noch runter. Greifen wir an mit Aurora Strahl. Schaden noch. Okay. Ein 120. Oh. Okay, das wird sich sogar ausgehen. Ach nee. Ich weiß, dass ich hier reingehen muss, ja, ein bisschen, dass er Leben noch hat. Ja. Jetzt hat er gewechselt. Ach, machen wir das dann nochmal. So, einmal habe ich, da hole ich das da. Legen wir es da drauf. Fähigkeit.
ziehen wieder noch was. Was kann er noch? Tausche es gegen einsame Bank. Wen legen wir es an? Wie hoch sind die Rückzugskosten? 2. Gut, legen wir es ihnen ja an, einfach mal. Holen wir uns dann noch 2 Energie, damit ich ganz schnell die Doppelenergie habe, um dann kommen du dann da irgendwie weg zu pusten dann auch noch. Und Aurora Strahl. Professor Kukui. Und da hat er schon seine Energie dort angelegt. Nächste Runde kann er es tauschen. Er kann es jetzt schon tauschen. Oh, die Rückzugskosten sind weg. Okay. Und ciao. Ach, wie viel hat der? 120. Doppelenergie brauche ich jetzt. Wow. Schneescharrer. Holen wir da auch noch was. Lege ich das noch darunter? Und Psychokinese. Ich kann das auch. Logos. Alola-Volona. Ja. Hyperball. Zeigkarten weg. Und noch ein Darkrai X. Restauration. Jetzt hat er keinen Platz mehr für irgendeine Kommandutor mehr. Vielleicht hat er auch nur einen gehabt. Das wäre natürlich noch besser. Finsteraura. Na, das kommt natürlich. Dann machen wir das hier. Schneescharrer. Ja! Genau das habe ich gebraucht. Aurora Strahl. So. Was macht er jetzt? 13 Karten. Tja, tja. Unheil Schwingen. Ich bin im Zug. 20 Schadenspunkte mehr. Heben wir uns vielleicht noch ein bisschen auf. Das lassen wir einfach mal da. Legen wir es doch den an. Und Aurora Strahl. Okay, 40 hat er noch. Tja, was macht er jetzt? Alola Vulnona ist schon sehr gut mit seiner Clan-Barrierenfähigkeit. Oh, jetzt tauscht er hier. Ja, das sind die Karten, die wir sie noch retten können. Ja, da habe ich denen die Energie gegeben.
Jetzt wird er dran sterben. Okay, zwei Preiskarten, also zwei Viecher muss er noch von mir beseitigen. Dazu muss er aber jetzt erstmal ans Vulnone vorbei. So, was legen wir denn da an? Ach, legen wir es den an, ist doch egal. Und dann machen wir das noch. Okay. Aurora Strahl. Und Doppelenergie. So. Oh, da hat er einen. Ah nein, das ist auch ein Ex. Das ist auch ein Ex. Ich sagte schon, das wäre normales. Ach Gott. Was machst du nur? Er braucht wieder diesen Broomley. Um wieder zu tauschen. Oder gibt auf. Ich meine, er kann Rückzug einfach so machen mit der Feldzauberkarte. Ach, wir sind hier bei Pokémon. Okay, da kann ich sogar noch ein bisschen was machen, vielleicht. Ja. Peng. Ich kann es nicht gleich entwickeln. Wie viel braucht denn das? Das braucht auch nur eine Energie. Dann legen wir das da an. Das werden wir einfach so angreifen. Aurora Strahl. Hat er noch einen Broomley in der Hand? Neun Karten. Ein Wow. Das nenne ich mal radikal. Zwei Karten da noch. Das bringt den auch nichts mehr. Er wechselt. Was? Ich dachte, das ist. Da steht doch X drauf. Das kapiere ich nicht. Ist es kein X? Okay. Wie viel? 130. Das schafft er eh nicht mehr. Wow, was war das? Okay, das legen wir da so an. Legen wir da so an. Machen Aurora Strahl. Verstehe nicht, warum der X drauf steht. Sehr komisch. Aber ich schaue nicht nach wie ein X-Ding aus. Deswegen habe ich mir schon am Anfang gedacht, dass es keins ist. Und dann habe ich das gelesen und doch. Und jetzt ist es doch keins. Ah, er hat doch ein Broomley. So ein Glück. Okay. Und zerstört. Aber das kommt wieder hoch. Schneeschare machen wir da noch mal ein bisschen daher. Das legen wir den sicherheitshalber an. Da machen wir das auch noch. Tak, tak. Und jetzt Aurora Strahl. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe Schaden. Sehe ich gerade, dass der ja hier. Ach nee. Machen wir ein trauriges Smiley Face.
Ich habe diese 100 da nicht bedacht. Außer er hat kein. Er hat den falschen gegeben. Nein, doch nicht. Er kann angreifen. Glück. Glück gehabt. Ach. Leider, leider. Das Deck hat wirklich noch ein bisschen überarbeitet. Besten noch ein zweites davon. Bin nicht mehr so weit davon entfernt. Ein bisschen noch und dann geht er schon. Probieren wir einfach noch eines, um zu sehen, ob es doch noch halbwegs gut ist. Ich muss es natürlich ändern noch mehr. Aber naja. Ja, ich beginne wieder. Mehr Energie. Ich glaube, ich werde die gleich als erstes Leben nicht stehen da. Na komm. Oh, was ist denn das für eine schöne Hülle hier? Ja, komm. Ein Knirrfisch. Knirrfisch. Machen wir fertig hier. Ein Juweltal, ein Dragoran ein Ex. Machen wir das mal. Da holen wir uns einfach mal das da. Was wir schon mal haben. Legen das da ein bisschen hinunter. Ich weiß nicht, ob ich den da jetzt eigentlich ausrüsten sollte. Das ist eine gute erste Attacke. Ja, legen wir es da einfach an. Und fertig. Okay. Nestball. Eine Remoraid. Warum hat man eine Remoraid drinnen? Ja. Da habe ich wieder sowas. Ach, holen wir diesmal den da. Rückzug eines. Dann machen wir es doch einfach mal so. So, wechsel mal. Okay, das kommt. Ja, das da. Greifen wir mit Wasserpfeil. Auf den da hinten. Peng. Okay, Doppelenergie. Und dann heilen wir ihn auch noch. Und mein Simon ist weg. Ich brauche da mehr Sucherkarten, dann eindeutig. Ja, das kommt jetzt da hoch. Los, verwirre ihn. Knirrfisch verwirrt Dragoran.
Gragoran fügt sich hoffentlich selbst Schaden zu. Ja! Knarrfisch verwirrt ihn wieder. Gragoran fügt sich hoffentlich selbst Schaden zu. Was macht denn das? Oh, das ist mehr Leben. Gut. Ach, wir haben da überhaupt nichts gezogen, was irgendwie helfen könnte. Ja, komm. Und dann nochmal 7 Karten dazu. Deswegen. Keine Rückzugskosten für vielen Pokémon, also nein, für vielen Energie. Ach Gott. Er tauscht 60 Schaden. Selbe Typ, das geht jetzt nicht. Mit 80. Machen wir es so. Rückzug. Drachenglaue. Doppelenergie. Achtung, meine Kacke. Na, 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 na. Feentropfen. Kampfgürtel, irgendwas. Peng. Ich glaube, das haben wir verloren. Ja, zweimal das. Fertig! Yeah! Da. Hallo! Hey, das war aber knapp. Herzensbrecher. Trauriges Smiley. Böses Smiley. Liebe Smiley! Gut gespielt! Und wieder verloren! Okay, ich muss das noch ändern, eindeutig. Hey, warum habe ich eigentlich nichts bekommen? Okay, dann bis zum nächsten Male. Wenn es wieder heißt Pokémon Online. Das Sandkartenspiel. Und falls euch das Video gefallen hat, bitte unterstützt mich und drückt auf den Abonnierknopf. Und hinterlasst ein paar Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Und so weiter. Hier dann auch noch ein paar andere Sachen. Und auf Wiedersehen.